Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute geht's um das Thema Heroin. Warum und wieso nimmt man überhaupt Heroin? Wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, das ist ja irgendwie auch schon strange, oder? Ich meine, jeder weiß, was das aus einem macht. Man sieht es im Fernsehen, man liest es in der Zeitung, vielleicht erlebt man es sogar in seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was treibt denn dann dazu? Ja, die Wahrheit ist ganz einfach. Das Feeling ist einfach da Wahnsinn. Es ist so eine Geborgenheit, da fühlst du dich wie ein Muttersleib. Das ist tatsächlich so. Also, wenn das Material nicht zu sehr gestreckt ist, wenn es sehr rein ist und wenn es gut verarbeitet ist und dann noch genug Alkaloide auch von Opium noch mit dabei sind, neben den Morphinen, dann ist das tatsächlich ein extrem geiles Gefühl. Es ist sehr warm, es ist alles weich, es fühlt sich super an, seine ganzen Sorgen sind nur noch so klein in einem kleinen Paketchen, das kann man einfach zur Seite legen, das interessiert jetzt gerade nicht, weil es gerade so schön ist. Und ja, wenn das Gefühl danach lässt, dann ist da nicht so viel Potenzial, was man da rein interpretiert, wo man sich sagt, okay, wenn ich das nicht mehr nehme, das kann gar nicht so schlimm sein. Und man überredet sich halt total selber, dass man glaubt halt tatsächlich, man hätte es im Griff. Man ist überzeugt davon, dass man rechtzeitig nochmal einen Absprung schafft oder dass es ja nicht so schlimm sein kann, ab und zu. Natürlich ist das alles Humbug. Das ist alles schon die Droge, die einen dazu bewegt, Dinge zu tun, die man, glaube ich, nicht gedacht hätte, dass man überhaupt dazu fähig ist. Und wenn man dann sich selber dauernd Sachen vorrechnet, dass das Geld dann doch nur reicht, schlimmer ist noch beim Kokain, habe ich das Gefühl. Da war das bei mir schon so, wenn ich Koks genommen habe. In dem Höhenflug mir halt Sachen ausgerechnet habe, wie ich das mir leisten kann oder wie da die, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall am nächsten Tag, wenn ich aufgewacht bin, war nichts mehr da von diesen ganzen Ideen, weil die alle verpufft waren. Weil die Ideen natürlich Humbug waren. Die Rechnereien waren auch alle Humbug. Und so ist beim Heroin auch gewesen, dass man halt echt immer meint, naja, das eine Mal schadet nicht und da kommt die eine Woche, ist nicht so schlimm und bis man schaut, braucht man es ja schon körperlich und wenn man es körperlich braucht, dann überredet man sich noch viel stärker, dass es, man könnte den Zug ja mal anderes Mal machen. Und bis man dabei ist, ist man ganz weit unten angelangt. Die Repression geht ja auch nicht spurlos an einem vorüber. Das heißt, wenn man anfangs noch einen Dealer hat, zu dem man nach Hause kommt und oder der einen besuchen kommt und wo das auch immer saubere Ware ist, wo der Preis passt und alles, irgendwann passiert es aus irgendwelchen blöden Gründen auch immer, dass man diese Connection nicht mehr hat. My Connection hat einfach seine verloren, also war er keine mehr. Und schwuppdiwupp fand ich mich auf der Straße wieder. Weil so viele Dealer hat man halt dann doch nicht gekannt, wie früher beim Hasch oder beim Mann am Zeug. Oder wo ich noch selber gefahren bin nach Holland, da war es überhaupt kein Problem. Aber in dem Fall stand ich plötzlich am Sendlinger Tor, München, im Sendlinger Tor und habe da mein Zeug holen müssen. Manche Leute dort verkauft haben oder selber was geholt haben, habe ich auch gekannt, persönlich noch von früher. Und da ging es dann nur mit den Preisen. Aber da waren schon ein paar dabei, die das richtig ausgenutzt haben. Da habe ich dann lächelnd zugeschaut, wenn die Zivis hingegangen sind und bei denen ich einen Scheinkauf machen wollten, weil es halt der letzte Dreck war, was die versteuert haben, gab es auch keine Warnung. Das ist aber logisch, oder?
Ich habe schon 10 Meilen gegen den Wind gesehen, wo die zwei Typen da richtig sportliche Fokuhila-Oberlippenbart auf uns zukommen und den fragen, ob er was hat. Und ihr grinst mich schon so dumm an, weil ich ihn halt kurz davon noch mich beschwert habe. Schau mal, wie gut mein Zeug ist zu mir kommen, das ist schon sogar den normalen. Nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen. Ja, dann haben sie Schmeckler weggecasht dann. Ja, das war ja auch eine Zeit, wo die Leute angefangen haben, aggressiv zu verkaufen. Ja, aggressives Dealen ist halt, wenn jeder Passant angesprochen wird, ob er was möchte. Der Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof, Zwischengeschoss von A nach B, wenn du was gebraucht hast, bist du einmal durchgelaufen, umgedreht und wieder zurückgegangen, hast du die Leute in die Augen geschaut. Und wenn man was gesucht hat, hast du so gemacht. Und wenn der andere auch genickt hat oder so, ist man zusammen rausgegangen und hat das ein Geschäft gemacht. Und die aggressiven Dealer, als die aufgekommen sind, dann haben die jeden angesprochen: Pst, brauchst du was, brauchst du was, brauchst du was, brauchst du was, Pst, Heroin, Heroin, brauchst du was, Pst, Heroin, Heroin, Koks, Hasch. Und ja, wer das schon mal erlebt hat, wenn er gerade nicht auf Suche ist, das ist echt ekelhaft. Das ist richtig so, wie so Zecken, wie einer der, wie die Geldschnorrer. Und das ist etwas, was die Passanten nervt, die dann die Polizei anruft, die dann natürlich kommt und das Ganze dann aufräumen möchte. Kann ich verstehen im ganzen Zusammenhang, aber ich kann nicht verstehen, warum das die Leute dann trotzdem so aggressiv verkaufen. Nur wenn man mal so 1 Gramm mehr verkauft am Tag. Ich glaube, besser ist es, man verkauft einfach mal gutes Zeug und keinen Scheiß. Dann hat man seinen festen Kundenstamm. Also wir hatten da schon ein paar so Erlebnisse. Da hat die Polizei uns schon mal wieder aufgeräumt gehabt. Wir kommen da hin, am Münchner Hauptbahnhof, keine Sau da. Und dann sehen wir bloß welche, die auf der Suche sind. Alle ein bisschen affig schon. Und ja, ist schon komisch. Also ganze Blase an Leuten schon immer am Schauen. Und dann kommt endlich eine. Ich weiß jemanden, da müssen wir aber jetzt hinfahren. Und dann weiß ich nicht, sind wir quer durch die Stadt gefahren. Die ganzen Junkies, also 20 Leute oder so, und haben uns dann da irgendwo in einem Park getroffen, wo dann hinten ein Dealer war, der alle abgefrühstückt hat. Der hat jedem was verkauft. Das war auch gutes Zeug. Kann ich mich nicht so gut erinnern, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es sind zum Tierpark, sind wir da gefahren, Münchner Zoo, zum Münchner Tierpark. Und haben da in der Nähe in einem Park was gekauft. Vom Hauptbahnhof, das war schon und immer so, oh, hoffentlich ist da auch wirklich einer, hey, und mir tut schon alles so weh und oh, bitte schneller, hey, und dann, wenn einer angefangen hat, da zu lamentieren mit dem, dann gab es schon, hey, ich geh jetzt gleich hin und hau ihn weg und so eine Sachen. Es, ja, also immer dann, wenn die Polizei mal so einen großen ausgefischt hat, eine große Lieferung ausgefischt hat, hat sich das auch immer ausgewirkt und das war wahrscheinlich auch so mit ein Grund, warum das Codein für mich dann willkommen war. Und ja, ja, die Drogenszene hat sich halt dann auch aufgespalten zwischen diese organisierte Kriminalität und die Leute, die halt wie beim Hasch auch ihre Freunde versorgt haben. Das hat aber schnell aufgehört, weil es gibt keine Freunde beim Heroin. Auch deine ehemaligen Dealerfreunde sind alles keine Freunde mehr. Jeder möchte nur noch für sich selber schauen. Du kriegst nichts Sauberes, jeder streckt irgendwas rein. Jeder versucht, das Größte rauszuholen. Und das, ja, mir ist auch mal passiert, meinem Freund von mir, ich habe mir geschworen, ich möchte aufhören mit dem Dealen und alles und habe die letzte Scheure, wo ich da gehabt habe, nicht gestreckt, gar nichts und habe es ihm aber auch so gegeben. Das war kurz vor Weihnachten. Dann sage ich, du pass auf, Robert, hey, nimm nur die Hälfte. Ich habe es nicht gestreckt, das ist doppelt so gut wie sonst. Und was macht er? Nimmt trotzdem eine normale Menge auf den Löffel. Und ja, als wir dann so reden, sagt er, ihm geht es nicht so. Er geht mal kurz aufs Klo, steht auf, geht einen Schritt und dann fällt er halt einfach um. Dann sehen wir nur, wie die Füße aus dem Klo rausschauen. Er ist halt beinahe draufgegangen. Er hat es überlebt. Er hat es überlebt, aber es war schon, er war schon heftig zu. Und ja, das hat mich dann auch wieder geschockt. Das hat mich so wachgerüttelt. Damals habe ich mir geschworen, ich verkaufe das nicht mehr. Ich verkaufe es nicht mehr, weil das die Menschen so herrichtet, so hinrichtet, aus denen ich so in den Zombies macht, so tot.
wenn du auf die Szene kommst und dann siehst du dir am Hauptbahnhof, schaust du dir in die Gesichter an, du siehst nur Kälte in jedem, jeder ist kalt. Das ist das Komische. Einerseits fühlst du dich total warm eingepackt, aber nach außen hin wirkst du eiskalt. Eisig. Da hat auch dann schon die Droge komplett die Macht übernommen über das Denken, über das Handeln, über alles. Ja. Da fängt es dann aber auch an, dass man langsam darüber nachdenkt, dass man das nicht mehr will, dass man da aufhören möchte, dass man da raus will, dass man keinen Bock mehr hat, jeden Tag in der Früh einen Zug zu haben. Ja, es ist halt nicht erstrebenswert, das ist die Droge nicht wert, das ist die Wirkung nicht wert, sage ich jetzt mal. Wenn man das aber dann einmal erstmal geschnallt hat, dass das so ist, da fängt dann auch die Verzweiflung an, weil man halt immer wieder trotzdem sich dabei erwischt, wenn man die Filter aufkocht und das wieder aussaugt. Oder wenn man es endlich geschafft hat, mit einem Entzug nach ein paar Tagen, wenn es einem gut geht, man zu Geld kommt, dann trotzdem der erste Gedanke ist, oh, da könnte man jetzt ein Pack holen. Und das dann aber auch macht. Also man erwischt sich selbst dabei, wie man gerade am Spritzen ist. Was machst du da eigentlich? Und dann ist es halt schon wieder der Geschehen um einen. Das geile Gefühl ist wieder da. Nicht mehr ganz so geil wie beim Anfang, aber geiler als die letzten paar Mal. Und dann denkt man, ja gut, das eine Mal. Ja, immer wieder. Das hat echt wirklich verdammt lang gedauert, bis ich es geschafft habe. Lange Zeit mal Pausen reinzuhauen. Und das habe ich jetzt nicht dem Gefängnis zu verdanken. Das waren also Zwangspausen, wo man dann trotzdem versucht hat, irgendwie im Knast zu irgendwas zu kommen. Und da kann ich euch dann auch noch eine Geschichte erzählen, wie wir uns Tilidin auf Löschpapier haben schicken lassen. Also von daher höre ich jetzt auch auf. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, schöne Woche, bleibt clean. Daumen raus, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn nicht. Aber dann in die Kommentare schreiben, warum. Ansonsten freue ich mich um freundliche Kommentare. Und ja, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dahin, tschüss.